schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Laufschuhfinder von One Step Faster. Den richtigen Laufschuh zu finden ist gar nicht so einfach und deswegen gehen wir das jetzt mit dir zusammen an. Wir stellen dir 6 Fragen und basierend auf den 6 Fragen suchen wir dir dann den optimalen Laufschuh für dich aus. Und das Coole ist, wir haben zu jedem Laufschuh dann nochmal ein Video aufgenommen, in dem wir dir genau erklären, warum der jeweilige Laufschuh wirklich zu dir passt. Bevor wir aber starten können, solltest du erstmal wissen, wie es funktioniert. Und zwar bei den 6 Fragen, da gibt es eine Frage, die geht um die Fußform. Und zwar brauchen wir die Fußform, um festzustellen, ob du zur Überpronation neigst. Das heißt, wenn wir den Fußaufsatz haben, dann kommen wir hinten auf der Ferse auf und wir rollen dann über den Mittelfuß hin zum Ballen ab. Und jeder von uns hat eine Pronation. Pronation beschreibt eigentlich nichts anderes als so ein nach innen Knicken des Fußes. Das ist aber eigentlich nichts anderes als eine Schockabsorption des Körpers. Ja? Das ist ganz normal. Jetzt kann es aber sein, dass du aufkommst und dann sehr stark nach innen pronierst. Das heißt, der Fuß, der kippt über, sehr stark nach innen und das, dann sprechen wir von Überpronation. Und bei so einer Überpronation, da muss man entsprechend oder kann man entsprechend entgegenwirken mit dem Schuhdesign. Und deswegen zeigen wir dir jetzt mal ganz kurz, wie du den Pronationstest machen kannst. Nimmst einen Wäschekorb oder einen kleinen Behälter oder eine Wasserflasche, steigst dann in den Wäschekorb oder was auch immer rein, um deinen Fuß zu befeuchten und dann trittst du einfach auf einen DIN A4 Blatt drauf. Richtig schön mit vollem Gewicht drauf, genau. Und gehst dann wieder vom Blatt runter. Was du als nächstes machst, du nimmst einen Stift her und zeichnest schnell die Umrisse ein, so wie wir das auch machen, bevor es trocknet, genau. Okay, wofür brauchen wir jetzt unsere Zeichnung? Wir malen noch ein bisschen weiter. Und zwar schauen wir an, okay, wo hört denn der große Zeh auf? Und ziehen von dem Punkt einen Punkt hier runter, wo der kleine Zeh aufhört bzw. anfängt. Ja, ziehen wir einfach mal eine Linie durch, an der Zehenkante entlang. Und dann schauen wir, okay, bei der Linie, wo ist da die Mitte? Und wir markieren die Mitte mit dem Stift. Wenn wir die Mitte markiert haben, dann gucken wir unten an der Ferse, wo ist da die Mitte? Und wenn wir die Mitte gefunden haben, dann ziehen wir einfach eine Verbindungslinie vom Mittelpunkt der Zehenkante hier zum Mittelpunkt der Ferse. Einfach hier durchziehen. Und jetzt schauen wir einfach mal, okay, wie ist die Fußform im Verhältnis zu dieser Linie? Und zwar, wenn die Fußform jetzt eher in dem Bereich hier ist, dann solltest du Überpronation ankreuzen, weil du dann von der Fußform her zur Überpronation neigst. Das heißt, dein Fuß, der kippt, wenn du aufkommst, dann neigt er dazu, nach innen zu kippen. Ja? Und das kann man mit dem entsprechenden Schuh auffangen. Wenn du jetzt dich im mittleren Bereich bewegst, beziehungsweise jetzt in dem Fall rechts davon, dann ist es so, dass du einfach Neutralschuh ankreuzt. Das war's im Prinzip. Am besten, du beantwortest jetzt einfach mal die Fragen im Laufschuhfinder von One Step Faster. Und wenn du die Fragen beantwortet hast, dann bekommst du, wie gesagt, deine Schuhauswahl. Und wenn du auf den Schuh draufklickst, erkläre ich dir dann nochmal zu jedem Schuh ganz genau, warum der Schuh jetzt besonders gut zu dir passt und warum wir ausgerechnet diesen Schuh für dich ausgesucht haben.